Alle Mele Kamala, Mahamma Sambala, Kamala, Mala, Mala, Mala. Bro, ich fühle mich gerade wie bei Microsoft Callcenter. Ey, Spaß, Spaß, Spaß. Naja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren und extravaganten neuen Video. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Weihnachten steht vor der Tür, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr schon die ein oder anderen Weihnachtsgeschenke besorgt habt. Ich mache es einfach so wie letztes Jahr. Ich kaufe das Ding einfach am 23. und am 24. packe ich es dann ein. Passt schon. Aber, falls ihr noch keine Weihnachtsgeschenke habt, dann habe ich hier was für euch. Du suchst noch das perfekte Weihnachtsgeschenk. Das perfekte Weihnachtsgeschenk, Junge. Ich bin mal gespannt, Digga, weil ich brauche noch für Oma, Opa, Mama. Ich brauche noch für jeden. Dann haben wir bei Bentley Mannheim das Richtige für dich. Warte, was? Bentley Mannheim? Der GT Speed W12 Motor mit 659 PS. Okay. Ach so. Ja, also ich wollte dieses Jahr eigentlich nicht so viel ausgeben. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bei dem GT Speed 333 km/h. Oder ganz kurz, was juckt mich die Höchstgeschwindigkeit? 333 km/h, Bruder. Wie viel kostet? Und preislich liegt er bei 360.000 Euro. 360.000 Euro. Inklusive Mehrwertsteuer. Ah, inklusive Mehrwertsteuer. Ja, easy, Digga. Ich kaufe über Gewerbe, dann kann ich der Mehrwertsteuer so zurückergattern. Da kostet er mich nur noch. Kurz Mathematik hier, Rechner. 277.000. Ja, Schnapper, Alter. Pack in Tüte, ich hol morgen ab. Naja, wenn euch der Bentley ein wenig zu teuer ist, dann habe ich auch einfach ein anderes Weihnachtsgeschenk für euch. Beziehungsweise Jakob hat ein anderes Weihnachtsgeschenk für euch. 1.38 Uhr und ich habe morgen Schule und ich habe Darfprobleme. Ist mein Auge so rot? Ich habe so Heißhunger auf Süßigkeiten. Noch nie so Heißhunger auf Süßigkeiten gehabt und wir haben nichts. Bruder, kannst du mal deine Videos gescheit schneiden? Ich verstehe kein einziges Wort. 1.38 Uhr, hier steht, ich teste um 3 Uhr nachts abgelaufene Süßigkeiten. Ja, schenkt eurer Oma abgelaufene Süßigkeiten. Ich hatte tatsächlich vor 6 Monaten eine Kooperation mit so einer Süßigkeitenmarke und ich habe so eine Box bekommen mit Süßigkeiten. Er hatte vor 6 Monaten eine Kooperation mit einer Süßigkeitenfirma. Sehr viele Süßigkeiten sind halt schon vergammelt, aber ich werde die trotzdem jetzt essen. Ja, okay, Bruder, vergammelt, Digga. Ja, die fangen schon an zu schimmeln und sowas. Bruder, die sind einfach nur abgelaufen. So, wir fangen mit dem nicht so schlimm an. Am 12.2022. Irgendwas 12.2022. Hast du nicht gesagt, die haben dir vor 6 Monaten ein Paket geschickt und du hattest vor 6 Monaten eine Kooperation? Alexa, welcher Monat war vor 6 Monaten? Vor 6 Monaten war Mai 2023. Mai 2023. Die haben dir also schon im Mai 2023 abgelaufene Süßigkeiten geschickt. Boah, Alter, geile Firma, Digga. Mit der würde ich auch gerne kooperieren. Okay. Ich bekomme jetzt schon so einen Würgereiz. Bruder, Würgereiz. Okay, Junge, die sind einfach nur abgelaufen, Junge. Da kommt nichts. Da passiert nichts. Wenn du das öffnest, das explodiert nicht oder sowas. Das ist einfach nur abgelaufen. Das ist nicht vergammelt. Das ist kein Fleisch. Das ist kein Milch. Das ist kein Joghurt. Sweet. So sieht das aus. Ja, vergammelt. Schmeckt sehr vergammelt. Ja, man, schmeckt sehr vergammelt, Digga. Hab ich direkt rausgeschmeckt, ja? Es schmeckt so ein bisschen nach vergammelt. Als ob das schon so 3 Jahre gestanden ist. Oder es stand auch gefühlt 3 Jahre, Junge. Die haben dir einfach schon abgelaufenes Zeug geschickt. Hier nochmal so ein Kandidaten, der abgelaufen ist. 12.06.2023. 12.06.2023. Das Ding ist jetzt gerade mal vor gefühlt einem halben Jahr abgelaufen. Also wirklich eigentlich, also Bruder, Schokolade, Junge. Ich war mal bei meiner Oma, ich habe Schokolade gegessen. Die ist 2 Jahre abgelaufen. Und ich lebe immer noch. Ich habe es nicht mal gemerkt. Ich bekomme jetzt schon Würgereiz. 0 von 10. Kann ich nicht empfehlen. Ja, Bruder, ist bestimmt, weil vergammelt ist, oder? Nicht, weil einfach diese Süßigkeit nicht schmeckt. Nee, Bruder, weil vergammelt ist. Innerhalb von 6 Monaten ist da eigenes Biotop entstanden. Ich glaube, weil das einfach vergammelt ist. Ja, Bruder, weil es vergammelt ist, Junge. Bruder, sogar hier. Auf Wasser steht ein Ablaufdatum. Keine Ahnung. 17.10.2025. Ich wette um 10.000 Euro, Bruder, das ist... Das... Ja, okay, jetzt nicht mehr, weil ich habe es jetzt schon geöffnet. Aber wäre das geschlossen und ich hätte das 2025 noch getrunken, wäre einfach nichts passiert. Nee, wirklich, ich frage mich auch diese Firma, die mit dem eine Kooperation gemacht hat. Die schicken dem da so wirklich alles und er nur so, boah, Digga, richtig ekelhaft. Boah, Junge, das sieht, da kriege ich ja Würgereiz. Boah, das sieht ja richtig vergammelt aus. Bruder, die schicken mir ein Paket und du redest alles schlecht. Jetzt zu den Fake-Knoppers, auch seit einem Jahr vergammelt. Mhm. Das ist sehr wenig ekelhaft, also das schmeckt ganz normal. Merkst du was, oder? Obwohl das vergammelt ist, schmeckt es nicht ekelhaft. Alter, das Einzige, was ich hier wirklich in meinem Zimmer vergammeln kann, ist diese Kids-Cola. Hey, ihr Schwanz! I say whatever I want, yeah, I do whatever I want.
I would do whatever I want. I would too much over get what I want. Ich meine, ganz kurz, ich will nur ganz kurz anmerken, ich will wirklich nichts sagen. Ey, wirklich, jeder kann alles machen, was er will. Jeder kann das hochladen, was er möchte und so weiter und so fort. Aber ich wette um 100 Euro, ohne davor zu gucken, dass sie OnlyFans macht. Drück mir auf den Link. Woher? Woher habe ich's gewusst? Bro, ich bin einfach Genie, Digga. Ich bin einfach... Naja, meine Damen und Herren, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Den letzten Clip habe ich nicht einfach nur eingeblendet, damit ich das ins Thumbnail packen kann. Nee, überhaupt nicht. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch. Jetzt zu den Fake-Knoppers, auch seit einem Jahr vergammelt. Jakob, Bruder. Jakob, Mann, der macht mich fertig.